Diese Woche war Digitalgipfel in Frankfurt. Ich weiß, Digitalgipfel in Deutschland klingt ein bisschen wie Demokratieforum in Nordkorea oder Feministinnenkongress im Iran oder Treffen der Sauerstofffreunde auf dem Mond. Aber halten Sie sich fest, was sagen Sie dazu? Volker Wissing will Deutschland zu führendem KI-Land machen. Führendem! Leck mich am ISDN-Modem. Das nenne ich mal ambitioniert. Und damit herzlich willkommen zur Extra 3. Vielen Dank. Seien Sie gegrüßt. Volker Wissing ist ja Digitalminister. Wissing kümmert sich auch um den Verkehr. Und auch um die Digitalisierung, halb und halb, sorgt dafür, dass beides gleichermaßen nicht funktioniert. Daher kommt der Begriff Halbleiter. Und beim Digitalgipfel in Frankfurt habe ich bei unserem Verkehrs- und Digitalminister so eine gewisse Enttäuschung gespürt. Manchmal neigen wir in Deutschland dazu, über die Dinge zu sprechen, die wir noch nicht erreicht haben, und übersehen dabei, wie viel wir schon erreicht haben. Ja, das ist wohl richtig. Will Volker Wissing eventuell ein bisschen mehr gelobt werden? Ich glaube, so ist es. Also machen wir das. Immerhin, in Deutschland haben inzwischen 56% der Menschen digitalen Kontakt zu Behörden. Das sind die Zahlen vom vergangenen Jahr. 56% der Menschen haben digitalen Kontakt zu Behörden gehabt. Das ist mehr als die Hälfte. Die meisten davon aber nur, um einen analogen Besprechungstermin auszumachen. Persönlich auf dem Amt, wie im 19. Jahrhundert. Also es funktioniert einiges digital, nicht alles. Aber es muss vielleicht auch nicht sein. Es gibt ja zumindest Pläne. Ich würde gerne die drei Leitmotive, die wir uns gegeben haben, hier können Sie sie analog sehen. Ist das analog? Ja, irgendwie aufgeklebt. Wahrscheinlich auch in den Handys sehen. Das fasst es ganz gut zusammen, ne? Leute, ich weiß auch nicht. Ist es digital? Ist es analog? Wenn ihr Glück habt, dann seht das auf dem Handy. Digital oder auch festgeklebt. Also übrigens, KI, schon mal gehört? Da sind wir demnächst führend. Nein, reden wir über die Erfolge. Ein Drittel der Haushalte in Deutschland hat Glasfaseranschluss. Ein Drittel, das ist immerhin, das ist ein Drittel. Also das 33,3%, das ist schon, ich will nicht sagen viel, aber es ist ein Drittel. Und es gibt natürlich immer noch Gegenden, da ist es schwierig mit dem Netz, ganz egal, ob jetzt stationär oder mobil. Vertraglich zugesichert sind bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Jetzt haben wir 13:58 Uhr, Mittagszeit. Heißt, Homeoffice-Pause. Eine Familie ist unterwegs im Urlaub, Wetter gut, könnte ein bisschen mehr Megabit sein. Sicher bin ich aber nicht. Oh, dann ist noch zwei, der hangelt sich auf die, schafft er nicht. 2,51 Megabit pro Sekunde, das ist, glaube ich, nicht so viel. 2,5 Megabit pro Sekunde sind geradezu steinzeitlich. 2,5 Megabit bekommst du, glaube ich, in jedem anderen Land Europas, wenn du einfach eine Büroklammer in die Luft hältst. Ach, reden wir über die Erfolge. Deutschland ist zwar ein Land, in dem 77% der Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden tatsächlich immer noch Faxgeräte benutzen. Aber was kaum noch gebraucht wird, sind Dosentelefone, mit denen beim Kunden nachgefragt wird, ob die Faxe auch angekommen sind. Also, es geht voran. Was allerdings nicht allen gefällt. Unsere Reporterin Celine Sonnenberg war beim Digitalgipfel mit dabei und sie wünscht sich, dass alles so bleibt, wie es ist. Deutschland ist die Nummer 1 in Europa. Ein absoluter Vorreiter. Nirgends sonst ist Digital Detox so erfolgreich wie hier. Aber jetzt soll alles anders werden. Der Doppelwumms auf dem Digitalgipfel. Alles wird digital, alles wird schlechter. Wir müssen die Digitalisierung in Deutschland stoppen. Wir sind Digital Detox-Anbieter Nummer 1. Das können wir uns doch nicht nehmen lassen, indem wir einfach flächendeckend Internet bekommen auf einmal. 2024, sind die Leute verrückt? Das war eine spannende Frage. Das wär Digital Detox. Nutzt ihr E-Angebote von der Bundesregierung? Nein. Bei diesem Foto, denken Sie nicht, da wäre es für die Bundesregierung besser gewesen, wenn das Netz nicht zustande gekommen wäre? Oh. Sprachlos, glaube ich gerade. Innovativ, souverän, international. Was hat das mit Deutschland zu tun? Meinen Sie, das ist die richtige Art und Weise, mal eine kurze Pause im digitalen Alltag zu nutzen? Wollen Sie sich nicht mal vielleicht kurz ein bisschen entspannen, mal durchatmen?
Ja, ich versuche hier gerade durchzuatmen, aber ich bin mit der Digitalisierung ein bisschen am Scheitern. Weil sehen Sie mal, jetzt habe ich hier irgendwas eingestellt, ausschalten, Notfallpass. Herr Scholz, halten Sie durch, noch ein Jahr, dann dürfen Sie offline gehen. Überall flächendeckendes Internet in Deutschland. Wozu? Ihnen schreibt doch eh nur Ihre Mutter bei WhatsApp. Was ist denn Ihr Lieblingsfunkloch in Deutschland? Derzeit die Umleitungsstrecke von Berlin-Spandau bis nach Hamburg. Haben Sie denn in Deutschland ein Lieblingsfunkloch? Ich hatte eins. Das ist irgendwo zwischen Hamburg und Berlin. Aber das ist jetzt Gott sei Dank vom Kollegen Wissing geschlossen worden. Na toll. Danke, Volker. Es wirkt ja so, als hätten Sie beide was zu sagen. Können Sie das Geld nehmen und einfach gucken, dass alles in Deutschland so bleibt, wie es ist, dass wir ein analoges Land bleiben? Nee, das ist falsch. Nein, wir wollen nicht, dass alles analog bleibt. Wir wollen den Fortschritt. Es wird einfach Zeit für Korruption in Deutschland. Darf ich Ihnen das zusteigen? Und wir lassen alles so, wie es ist und machen das analog. Das geht aus Compliance-Gründen, nicht? 30 Jahre Internetwüste Deutschland. Und jetzt soll es plötzlich laufen, aber nicht mit mir. Ich bin beruhigt. Große Ideen. Aber die setzt doch in Deutschland eh keiner um. Ich entspanne mich jetzt mit Volker Wissing auf einem Yoga-Retreat in Taunus. Danke, Celine Sonnenberg. Das war ein Film von Max Engel und Maxi Lesch. Ein Vorbild für Volker Wissing ist die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat nämlich gerade einen Negativpreis erhalten als Datenkrake, den Big Brother Award. Und wieso hat ihn jetzt die Deutsche Bahn bekommen? Na, weil Bahntickets fast nur noch digitalisiert und personalisiert gekauft werden können. Die Bahn ist, was Digitalisierung angeht, nämlich einer der Vorreiter. Ja, ist wirklich so. Und der Begriff Reiten sagt auch einiges über Geschwindigkeit und Technologie aus. Aber die Bahn ist, das muss man hier lassen, so digital, dass man als Kunde oder Kundin dort zum transparenten Menschen wird. Das ist natürlich auch eine Schattenseite der Digitalisierung, dass dann möglicherweise alles über einen gespeichert ist. Bei der Bahn ist es zum Glück so, dass gespeichert wird, wo man hin will, aber niemals nachvollziehbar ist, wo man am Ende ankommt. Insofern ist es in dem Fall doch anonym. Aber so wie es die Bahn macht, sollten es auch andere machen. Eigentlich war ja der Plan, dass bis 2022 alle Verwaltungsvorgänge in Deutschland bei Behörden online abgewickelt werden. Das funktioniert so noch nicht. Oder sagen wir noch nicht ganz. Nehmen wir mal BAföG-Anträge. Da ist es so halb gelungen. Der Antrag klappt online, aber am anderen Ende der Leitung wartet der Drucker. Allein hier bis zu 10.000 Blatt Papier jeden Tag. 10.000 Blatt Papier jeden Tag? Was drucken die denn da alles aus? Jeder Kontoauszug, jeder Einkommensnachweis, jede Semesterbescheinigung, alles, was die Studierenden auf das digitale BAföG-Portal hochladen. Die Sachbearbeiterinnen haben keine Wahl. Sie sind dazu verpflichtet. Verpflichtet, alles auszudrucken und abzuheften. Das darf man wirklich niemandem erzählen. Bitte nicht unseren europäischen Nachbarn weitererzählen. Nur mal zum Vergleich. In Estland bekommt man Kindergeld automatisch, wenn man ein Kind kriegt. Ich sag's nochmal, man kriegt ein Kind und dann kommt Kindergeld. Wir haben jetzt eine 7 Monate alte Tochter, die wurde gesund geboren. Wir haben dann 3 Tage später eine Benachrichtigung im Staatsportal bekommen. Alles Gute zur Geburt des Kindes. Auf welches Konto geht das Kindergeld? Das heißt, keine Anträge, nichts ausfüllen, sondern einfach nur, wir wissen, ihr habt ein Kind, wo geht das Geld hin? Keine Anträge, nichts ausfüllen. Wozu bekommt man ein Kind? Ist ja nicht zu fassen. In Deutschland? In Deutschland? Unvorstellbar. In Deutschland muss man das Kind erst zu Hause einscannen, ausdrucken, dann als Einschreiben, Rückschein mit Brieftauben an die Familienkasse schicken. Gut, ich will nicht zu negativ sein. In manchen Orten wie Leipzig geht auch vieles digital. Da ist man doch ziemlich weit vorne. Auch Kindergeld, Geburtsurkunden oder Meldebescheinigungen gibt es in Leipzig online. Und dazu stecken wir einfach den Personalausweis hier rein, und zwar mit dem Chip. Also ich hoffe, das ist jetzt richtig. Erstmal müssen Sie es bestätigen, weil Sie sind also Berechtigter. Wer ruft Ihre Daten ab? Die Spannung steigt. Aha, eine Fehlermeldung. Das ist überhaupt nicht toll. Eigentlich muss es jetzt komplett durchlaufen. Wir können es nochmal versuchen. Wieder nix. Hier ist der Wurm drin. Ja, aber mit etwas Glück ist es ja ein Computerwurm. Wäre dann auch irgendwie digital. In Schleswig-Holstein geht es auch mit 7 Mbit-Stiefeln in Richtung Zukunft. Und naja, das muss man auch mal sagen. Es gibt Bereiche, da sollte man sich vorher genau überlegen, ob digital wirklich besser ist als analog. Und wenn ja,
Wie genau? Und wenn es nicht besser ist, sollte man es vielleicht doch eher lassen. Patricia Kümpel und Martina Hildebrandt. Prozessauftakt in Schleswig-Holstein. Ganz neu am Gericht, die E-Akte. Seit ihrer Einführung in die Landesjustiz im Februar soll die E-Akte für exzessive Effizienz sorgen. Also den Bürger bringt das so zunächst nichts. Wenn es allerdings dann irgendwann mal schneller geht, dann bringt es den Bürger natürlich was. Die E-Akte ist der Beweis für eine ausgeklügelte Digitalisierung der norddeutschen Justiz. In der alten Papierakte konnte man einfach blättern und entsprechend schauen, was in der Akte ist. Und man hat ein Gefühl dafür entwickelt. Sie sehen, wir haben hier verschiedene Farben. Und auf dem Aktendeckel waren schon ganz viele Informationen. Jede Seite dieser Akte ist jetzt hier mit einem solchen gelben Icon abgebildet. Die sorgen für einen kurzen Prozess. Einfach nur ein bisschen Klick, 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 Klick. Sie müssen ja sehen, wir haben im Saal sehr viele Situationen, in denen Leute in Ausnahmesituationen sind, weil sie eine Gefängnisstrafe zu erwarten haben, weil möglicherweise ihr Kind nicht mehr bei ihnen in der Familie wohnen darf. Und deswegen kann ich da nicht meine Aufmerksamkeit auf ganz viele Mausklicks lenken, sondern die Leute, die da sind, haben aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit bei ihnen bleibe. Auch die Mitarbeitenden in den Amts- und Sozialgerichten haben ein Urteil gefällt. Langsam und umständlich. Unübersichtlich, unlogischer Aufbau. Aber immerhin gibt es Indizien für einen genialen Datentransfer durch die E-Akte, ganz ohne lästigen Postweg. Jedes Bundesland macht da sein eigenes Ding, kann man sagen. Und es gibt viele E-Aktensysteme. Wenn man zu einem fremden System Akten übergeben will, wird es immer schwierig. Immerhin funktioniert der digitale Austausch in ganze 4 Bundesländer mit dem gleichen E-Aktensystem. Alle anderen kriegen eine Mail. Natürlich per Post.